Herzen sind Kinder der Leistungs- und Multioptionsgesellschaft. Das heißt, einerseits sind sie sehr zielstrebig, leistungs- und erfolgsorientiert, gleichzeitig haben sie aber hohe soziale Kompetenzen und versuchen sich selbst zu verwirklichen. Das heißt, sie packen die Ich versuche immer zu optimieren und scheitere auch genug oft daran. Und muss mir dann immer wieder ein neues Lebenskonzept zurechtschustern, weil ich dann wieder an meinen eigenen Ideen nicht weiterkomme. Ich möchte euch gerne die zentralen Erkenntnisse über die Studie der sogenannten 20-Somethings vorstellen. Die Studie haben wir gemeinsam. Ich glaube, was wir von dieser Denkweise lernen können, ist, dass es eigentlich das Scheitern neu definiert. Das heißt, wenn man jetzt einen Weg eingeschlagen hat und vielleicht die Richtung ändern muss, dann muss diese Neuorientierung nicht zwingend bedeuten, dass das ein Versagen ist, sondern dass das eben eine Weiterentwicklung ist. Also die gängige Norm vom Scheitern wird neu definiert. 20-Somethings haben sich auch den Vorwurf eingefangen, dass sie etwas selbstverliebt sind, dass sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Grob gesagt eben, dass sie noch nicht erwachsen werden wollen. Nun gibt es aber in dem Sinne keine erwartbare Alters. Das Neue an unserer Zeit ist, dass man davon ausgeht, dass es morgen eben nicht gleich sein wird wie heute. Wenn es morgen gleich wäre wie gestern, dann könnte ich eigentlich immer das Gleiche tun, wenn ich mal meinen Weg gefunden habe oder mein Unternehmen etabliert habe. Und das GDI bietet mit seinen Studien in gewisser Form Orientierung von den Möglichkeiten, die in Zukunft entstehen, den Chancen natürlich auch, den Risiken, die auf uns zukommen. Die Anstellungen bei mir sind immer Praktikum und befristet, also da gibt es nichts mit Hand und Fuß, gar nichts. Und die Ängste sind sehr groß, dass man dann in all diesen Möglichkeiten verschwindet, versinkt, orientierungslos dahin vegetiert und auch in einer gewissen Antriebslosigkeit stecken bleibt. Weil vor lauter Türen weiß man gar nicht mehr, welche aufmachen. Weil offen sind schon alle, aber durch welche soll man dann noch? Die Idee von diesem Anlass war einerseits mal, die Studie einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, andererseits eben auch einem anderen Ort und das Gedankengut sozusagen, das im Hub drinsteckt, dass der Ort der Begegnung, des Diskutierens aufzunehmen und mit der Studie zu verknüpfen, weil das eigentlich auch dem Gedankengut dieser 20-Somethings entspricht.